Guten Tag, mein Name ist Matthias Matting. Ich bin Gründer und Betreiber der Self-Publisher Bibel. In diesem kurzen Video möchte ich Ihnen gern erklären, wie Sie Ihr Buch beim Kindle Storyteller Award einreichen können. Zunächst mal, was sind die Voraussetzungen? Nun, es muss sich um ein neues Buch handeln. Es darf nicht früher schon veröffentlicht worden sein und es darf auch nicht Gegenstand eines Verlagsvertrags gewesen sein. Einen Mindestumfang gibt es auch, der sollte wenigstens 24 Seiten betragen. Also ein ganz dünnes Heftchen ist einfach kein Buch. Und auch explizite Erotik ist nicht für den Wettbewerb zugelassen. Im Wettbewerbszeitraum, also mindestens bis zur Frankfurter Buchmesse, wo der Preis verliehen wird, muss das E-Book exklusiv bei Amazon erhältlich sein im Rahmen des KDP Select-Programms. Einreichen können Sie das Ganze dann bis 31. August, das ist die absolute Deadline. Und Sie müssen die gedruckte Version Ihres E-Books entweder bei KDP Print oder auch beim Amazon-Dienst CreateSpace verfügbar machen. Für den Sonderpreis Storyteller X, da sucht die Jury aus dem Pool selbst Kandidaten aus. Da können Sie nicht direkt speziell dafür einreichen. Die allerwichtigste Voraussetzung für die Teilnahme ist allerdings ein gutes Buch, das natürlich am Anfang in Form eines Manuskripts vorliegt. Dieses Buch sollten Sie zunächst mal einem Lektorat unterwerfen. Es ist wirklich schwer, als Autor selbst ein Buch so zu lesen, als wäre man ein Lektor. Die Kosten für so ein Lektorat betragen, sagt man in der Regel, zwischen 4 und 7, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Euro pro Normseite. Das hängt definitiv davon ab, wie gut Sie das Ganze geschrieben haben. Dann als zweiten Schritt braucht das Ganze auch ein Korrektorat. Da werden dann so die kleinen Rechtschreibfehler und Vertipper ausgebessert. Für diesen Zeitraum sollten Sie ungefähr 2 Wochen einplanen. Natürlich müssen Sie auch Ihrem Lektor vorher schon Bescheid sagen, dass da etwas von Ihnen kommt. Gerade die guten Lektoren haben durchaus schon einen ausgefeilten Terminplan, wo Sie sich rechtzeitig anmelden müssen. Wo bekommen Sie einen Lektor her? Nun, am besten ist es immer, Sie lassen sich da etwas von Kollegen empfehlen. Sie können aber auch auf dem selfpublishingmarkt.de suchen oder beim Lektorenverband VFLL. Ganz praktisch ist es, wenn Sie zuvor noch ein Probelektorat von ein paar Seiten vereinbaren. Da merken Sie erst so richtig, ob Sie mit dem Lektor auch können. Das ist auch eine menschliche Komponente natürlich immer dabei. Manch einer mag es vielleicht, wenn man ihm ganz sanft irgendwelche Fehler beibringt. Andere mögen es eher auf die harte Tour. Das hängt dann wirklich davon ab, wie Sie mit Ihrem Lektor zusammenspielen. Nachdem das Manuskript beim Lektorat gewesen ist, müssen Sie daraus natürlich ein Buch und ein E-Book machen. Dazu sollten Sie beachten, dass Sie zum Beispiel in dem Word- oder Open-Office-Dokument möglichst keine händischen Formatierungen unterbringen. Sie sollten unbedingt die vorhandenen Formatvorlagen nutzen, also Überschrift 1 bis 5 und so weiter. Dann sollten Sie auf jeden Fall die Silbentrennung ausschalten, die in Word gemacht wird, denn das Ganze passiert dann auf dem E-Reader. Bilder lassen Sie am besten ganz weg, zunächst mal im Manuskript, oder Sie fügen sie direkt ins Dokument ein. Sie sollten sie auf keinen Fall nur im Dokument verlinkt einbeziehen. Was ebenfalls nicht möglich ist, sind Bezüge auf Seitenzahlen. Sie können also nicht schreiben, auf Seite 35 lesen Sie dies und jenes, weil E-Books nun mal keine Seitenzahlen haben. Wie viele Seiten ein E-Book hat, hängt davon ab, wie der Leser die Schriftgröße auf seinem E-Reader eingestellt hat. Was völlig okay sind, sind Links, die kann im Regelfall der Leser dann auch anklicken. Bei der E-Book-Erstellung sehr hilfreich sind zwei Programme. Das eine wäre Juto.
benutze ich auch selbst noch sehr intensiv, gibt es für Windows und Mac. Das andere, was ich wirklich empfehlen möchte, ist Vellum. Das gibt es leider nur für den Mac. Das hat den großen Vorteil, dass es Sie auch gleich noch dabei unterstützt, aus Ihrem E-Book, aus Ihrem Manuskript auch ein Druck-PDF zu machen. Ansonsten brauchen Sie dafür dann auch noch Hilfe, die Sie sich zum Beispiel auf dem selfpublishingmarkt.de holen können. Was Sie natürlich ebenfalls brauchen, ist ein Cover, ein Buchumschlag. Was müssen Sie da beachten? Nun, es muss in der Vorschau klar erkennbar sein. Sie wissen ja, wenn Sie auf Amazon gehen, dann bekommen Sie so eine Liste und da hat der Buchumschlag ungefähr das Format einer Briefmarke. Und selbst in dieser Größe sollte klar erkennbar sein, worum es geht in Ihrem Buch, damit der Leser auch mal draufklickt. Dann ist es wichtig, dass Ihr Cover genretypisch ist. Schauen Sie sich einfach mal an, wie die Top 20 des entsprechenden Genres gestaltet sind. So ähnlich sollte zumindest Ihr Cover auch aussehen. Dann verwenden Sie auf jeden Fall auch zum Inhalt passende Schriftarten. Vermeiden Sie Spielereien. Die Größe sollte mindestens 2400 mal 1500 Pixel sein. Im JPEG-Format das Ganze und im Größenverhältnis von 16 zu 10. Im E-Book sollten Sie das Cover ebenfalls einbinden, dort vielleicht in der Auflösung eines älteren Kindle-Readers würde schon reichen mit 758 mal 1024 Pixeln. Wo bekommen Sie das Cover her? Nun, zunächst mal gibt es bei KDP auch einen Cover-Designer, den Sie notfalls nutzen können. Um wirklich echte Chancen zu haben beim Wettbewerb, würde ich davon aber eher abraten, weil die dort entstehenden Cover doch etwas sehr schematisch aussehen. Die erste Möglichkeit, ein passendes Cover zu bekommen, wären sogenannte Premades. Da haben Grafiker schon etwas vorbereitet. Sie müssen nur noch den Titel Ihres Buches eintragen. Können Sie mit Preisen unter 100 € rechnen? Dann könnten Sie auch einen Wettbewerb durchführen lassen. Entweder bei 99designs.de oder designenlassen.de. Da müssen Sie mit Preisen ab ungefähr 200 € rechnen. Sie können auch einem Grafiker einen Auftrag geben. Das kann bis zu 500 € kosten und erfordert dann ein klares Briefing. Oder aber Sie gucken nochmal bei selfpublishingmarkt.de, ob Sie dort einen Grafiker finden. Schließlich können Sie das Ganze auch noch von Ihren Fans beurteilen lassen. Das ist eh sehr praktisch, wenn Sie Ihre Leser da einbeziehen, sie um ihre Meinung fragen, was denn von den Coverentwürfen am besten gelungen ist, denn wer hätte da ein besseres Auge als Ihre Leser? Wenn Sie E-Book und Cover erstellt haben, müssen Sie das Ganze natürlich auch bei Kindle Direct Publishing hochladen. Ich zeige Ihnen jetzt kurz, was da ganz wesentlich zu beachten ist, damit Sie auch am Wettbewerb teilnehmen können. Ich gehe dabei davon aus, dass Sie schon bei Kindle Direct Publishing angemeldet sind. Um ein Buch für den Kindle Storyteller hochzuladen, gehen Sie dann hier auf Bücherregal, klicken dort auf Kindle E-Book. Dann bekommen Sie eine Übersicht, Buchtitel und so weiter, erklärt sich alles von selbst. Wichtig ist, dass Sie hier bei Stichwörter das Stichwort Kindle Storyteller 2017 eingeben. Sie können noch sechs andere Stichwörter verwenden, aber das Kindle Storyteller 2017, das ist wichtig. Der zweite wichtige Punkt, ich hatte es ja schon erklärt, ist, dass Ihr Buch im Rahmen des Wettbewerbs, Ihr E-Book insbesondere, exklusiv bei KDP erhältlich sein muss. Dazu haben Sie hier den Punkt KDP Select Anmeldung verwalten und dort müssen Sie Ihr E-Book dort anmelden bei diesem Service. Das heißt, Sie können es für 90 Tage, in dem Fall bis zur Frankfurter Buchmesse, nicht anderswo verkaufen. Das gilt speziell für das E-Book, für das gedruckte Buch gilt es in dem Fall nicht. Mit dem Hochladen und Veröffentlichen ist Ihre Aufgabe allerdings nicht abgeschlossen. Wir sprechen ja hier von Self-Publishing. Sie sind also nicht nur Autor, sondern auch selbst Verleger, müssen sich also um den Verkauf Ihres E-Books, Ihres Buches kümmern. Das ist auch nicht ganz unwichtig, weil
zu den Kriterien, die Amazon hier anwendet, unter anderem auch der Verkauf ihres Buches gehört, nämlich die Beliebtheit ihres Buches bei den Lesern. Und die kann sich natürlich nicht einstellen, wenn die Leser gar nichts davon wissen. Die erste Voraussetzung, damit ihr Buch auch Aufmerksamkeit findet, wären allerdings Rezensionen. Da können Sie entweder Blogger mit einbeziehen oder noch besser, Sie machen ganz geplant eine Leserunde bei der Social Reading Community Lovely Books. Das funktioniert so, dass Sie da zum Beispiel 10 oder 20 gedruckte Bücher zur Verfügung stellen und dann gemeinsam mit den Lesern Ihr eigenes Buch lesen, Kommentare abgeben und so weiter. Und am Ende steht immer eine Rezension. Wenn Sie 20 Bücher vergeben, können Sie durchaus damit rechnen, dass dann 10 Amazon-Rezensionen auch daraus entstehen. Was Sie ebenfalls machen könnten, wäre eine Gratisaktion, also Ihr Buch über KDP Select für ein paar Tage ganz kostenlos anzubieten. Da sollten Sie nicht vergessen, dass natürlich auch jemand von dieser Gratisaktion erfahren muss. Das heißt, Sie müssen entsprechende Seiten sich heraussuchen, wo Sie diese Aktion entsprechend auch publizieren können. Noch beliebter sind inzwischen die 99-Cent-Aktionen. Da setzen Sie Ihr Buch für kurze Zeit auf zum Beispiel 99 Cent herunter und hoffen da auf die Zielgruppe der Schnäppchenkäufer. Die kaufen einfach Bücher, weil sie günstig sind und nicht, weil sie nun gerade dieses Buch lesen möchten. Auch solche Preisaktionen müssen Sie entsprechend bewerben. Das können Sie unter anderem bei ebookvermarkten.de. Was natürlich für den dauerhaften Erfolg wichtig ist, sind Facebook-Fanseite, ein eigenes Blog, eine eigene Website. Sie können Gewinnspiele veranstalten und Sie sollten auf jeden Fall auch einen Newsletter aufbauen. Das wird immer ein bisschen unterschätzt. Newsletter, die ja per E-Mail versandt werden, haben sehr hervorragende Konversionsraten, sollten Sie also auf jeden Fall auch für Ihr Marketing einsetzen. Und schließlich gibt es noch ein kostenloses Marketing-Hilfsmittel von Amazon, das nennt sich Offer Central. Melden Sie sich einfach mal an unter offercentral.amazon.de. Darüber können Ihnen Leser zum Beispiel folgen. Die bekommen dann automatisch Nachrichten, wenn es neue Bücher von Ihnen gibt. Sie können dort Informationen veröffentlichen. Ist wie gesagt kostenlos und wird auch, die Informationen werden dann auch auf den Amazon-Buchdetailseiten eingeblendet. Ja, dann bleibt mir ansonsten nichts mehr, als Ihnen viel Erfolg beim Wettbewerb zu wünschen. Wenn Sie Ihr Buch veröffentlicht haben, freut sich Amazon, glaube ich, wenn Sie den Hashtag Kindle Storyteller 2017 verwenden, entweder bei Twitter, bei Facebook oder wo Sie sonst noch so unterwegs sind.